So, Test 1, 3. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Auch von mir, wieder im Literaturblog des Mera Luna. Ich bin der Unlustigste heute Abend und muss deshalb immer anfangen. Und die anderen sind von Stufe zu Stufe noch lustiger. Ich gebe mir Mühe, vielleicht für ein bisschen Heiterkeit zu sorgen. Dabei habe ich ein paar Ausschnitte aus der zweiten Staffel von Doors. Es gibt jetzt vielleicht ein paar Leute, die sagen, die zweite Staffel, ich habe die erste noch nicht gelesen. Ist das jetzt ein Problem? Nein, denn mit Doors haben wir was Neues ausprobiert. Man kennt das ja bei den meisten Romanen, es gibt einen ersten Band, einen zweiten, einen dritten und so weiter. Wir haben gesagt, wir machen jeweils pro Staffel 3 Romane, aber es gibt keine Reihenfolge. Das heißt, ihr könnt euch aussuchen, nach einem kleinen Intro, das ist in jedem Roman mit drin, nach einem kleinen Intro passieren, je nachdem, was ihr aussucht, immer verschiedene Dinge. Es sind die gleichen Personen, aber es gibt einen komplett anderen Handlungsverlauf. Es gibt eine sehr unterschiedliche Todesrate und es gibt sehr unterschiedliche Enden. Und das macht eben den Reiz von dem Ganzen aus. Die zweite Staffel ist jetzt just erschienen, wir haben sie dabei. Und ich lese 2 kleine Stellen aus dem Band Vorsehung. Vorsehung ist so ein Ding, ich hatte die bekloppte Inspiration sozusagen bekommen. Frag doch mal die Leute, welche 5 Begriffe ich bei Vorsehungen mit einbauen soll. Und habe die dann abstimmen lassen auf der Buchmesse in Frankfurt. Und heraus kamen schwarzer Schnee, Einhorn, Eichhörnchen, hypervolizitärer Axialdetonator und Platz 1, Tod durch Schokolade. Ja, also saß ich dann vor dem Manuskript und dachte, das war eine super Idee. Aber ich habe was zusammengebastelt und habe die Begriffe eingebaut. Teilweise werden die nur so genannt zwischendurch, aber teilweise sind sie entscheidende Handlungsstränge in diesen Romanen. Die zweite Staffel von Doors, es ist wieder ein komplett neues Personal und wir haben mit dabei Suna. Suna ist eine Hackerin. Wir haben Milana dabei. Milana ist eine russische Eventmanagerin und wir haben Anton, einen Gärtner. Nicht der Anton aus Tirol, sondern aus der Pfalz in dem Fall. Einen Schreiner und der wiederum hat Einfluss auf die Erschaffung dieser Türen. Doors, die Serie leitet sich daher ab vom Namen, dass durch bestimmte Türen bestimmte Dinge ins Rollen gebracht werden. Die können an andere Orte führen oder sie bringen Dinge zu uns, die nicht so schön sind. Bei Vorsehung, mit diesen wunderbaren Begriffen, die ich eingebaut habe, ist es so, dass Milana, unsere russische Eventmanagerin, und Anton, unser Schreiner, durch das Einwirken der Hackerin plötzlich in Japan eingeladen sind zu einem großen Event von der Stiftung, Kataguchi-Stiftung. Und die sind da in einem großen Saal zusammen mit anderen ganz vielen Gästen. Und dann passiert etwas sehr Merkwürdiges. Der Redner des Abends, Yuki, ist gerade fertig mit seiner Rede. Und dann stürmt ein britischer, er hat sich vorgestellt als britischer Diplomat, aber keiner weiß, wer er wirklich ist. Er stürmt auf die Bühne und hält eine sehr merkwürdige Rede. Gerade wollte Yuki das beleuchtete Podest verlassen, als Captain Mandeville die Erhöhung sportlich enterte und ihm so überraschend die Hand hinstreckte, dass Yuki sie überrumpelt nahm und sie schütteln ließ. Entgegen aller Gepflogenheiten und ohne vorherige Absprache bei dem Protokoll. Marvelous, Sir, das wäre wirklich großartig, rief der Brite überschwänglich mit angenehmem englischen Akzent, was ihm zusammen mit dem altertümlichen Backenbart einen herrlichen snobistischen Anstrich verlieh. Lassen Sie mich im Namen des britischen Volkes Danke dafür sagen, was die Stiftung in dieser kurzen Zeit ihrer Existenz geleistet hat. Yuki wusste nicht, ob er flüchten durfte, um sein Gesicht nicht zu verlieren, also lächelte er. Seine Assistentin zuckte erstaunt mit den Schultern und verbeugte sich entschuldigend, weil sie den Briten nicht aufgehalten hatte. Mandeville deutete mit größtem Gestus zum Vorhang. Ich habe mir erlaubt, Mr. Takahashi, Ihrer Stiftung stellvertretend für ganz Japan ein Geschenk von hohem kulturellem Wert zu machen. Ein leises Raunen ging durch den Saal.
Die Blicke richteten sich auf den schweren Stoff, der faltenlos herabhing und sich leicht im Luftstrom der Klimaanlage bewegte. Leise Mutmaßungen waberten umher, was sich dahinter wohl verbarg. Mandeville gab ein Zeichen und sein Begleiter zog mit seinem Adjutanten an der Leine, die den Sichtschutz langsam zum Fallen brachte. Die Scheinwerfer richteten sich auf die Geschenke, die dort aufgereiht standen. Sofort wurde aus dem Raunen ein lautes Rufen. Yuki hielt sich mit einer Hand am Pult fest, das Lächeln gefror in seinem Gesicht und wandelte sich zu einem Zerrbild. Woher hat er die? Das konzentrierte Licht fiel auf 4 Mumien, die auf steinernen Erhöhungen hockten. Die vertrockneten Leichname trugen orangefarbene Gewänder, wie es bei der buddhistischen Menschen üblich war. Der Stoff wirkte kein bisschen verschlissen. Zwischen ihnen erhob sich eine weitere, 2,5 Meter große Abdeckung. Ein 5. Geschenk wartete auf seine Enthüllung. Sokushinbutsu, entfuhr es Yuki leise, 16 dieser außergewöhnlichen Mumien gab es weltweit noch zu bestaunen. Und diese 4. Ladies and Gentlemen, was Sie da sehen, sind 4 buddhistische Mönche, die sich der Zeremonie des rituellen Selbstmumifizierens unterwarfen, erklärte Mandeville. Yuri kam vor Überraschung keinen Ton heraus. Sokushinbutsu wird es genannt und ist seit mehr als 100 Jahren in Japan verboten. Diese Mönche haben sich für ihren Glauben einer unfassbaren Prozedur unterworfen. Mit Vergiften und Entwässern und danach 1000 Tage in der Lotusstellung einmauern lassen, an deren Ende der Tod steht. Er legt eine Hand auf Yukis Schulter. Wenn sich der Leichnam nicht zersetzt und in diesen Zustand überging, glaubt man, dass der Mensch zu einem Buddha wurde und die höchste Stufe erreichte. Diese 4 erlangten den Zustand des Nirvana. Mandeville wandte sich Yuki zu. In den tiefsten Archiven des Empires Ihrer Majestät fanden wir diese 4 Mönche, die wir Ihnen und Japan zurückgeben wollen, Mr. Takashi, verbunden mit einer Entschuldigung. Es war nicht rechtens, dass wir sie entwendet haben. Dann verbeugte er sich. Die ersten Gäste klatschten begeistert, ohne wirklich ermessen zu können, welche immense Bedeutung diese 4 Buddhas hatten. Yuki räusperte sich und erwiderte die Verbeugung, bevor er sich zum Mikrofon drehte. Captain Mandeville, ich weiß nicht, was ich sagen soll, gestand er. Die Situation überforderte ihn völlig. Eine Mischung aus Freude und Verwirrung jagte durch ihn. Der Anblick der 4 mumifizierten Buddhas, wie sie in der riesigen Halle auf den Podesten hockten, war faszinierend. Yuki konnte die Augen kaum abwenden. Erneut tuschelten und raunten die Menschen miteinander. Die Spots richteten sich zugleich auf den verhüllten Gegenstand, der in der Mitte der Bühne sich erhob. Yuki vermutete eine Stele, eine Statue, einen Dämon oder einen Drachen, vielleicht noch ein steinerner Buddha. Leise surrend glitt der Stoff herab und gab eine offene ägyptische Sarkophag-Kombination frei, die aufrecht stand. Ein kleiner Holzsack wurde von einem aufwendig 2. Kasten umfasst, der mit Blattgold verkleidet und mit Schnitzarbeiten versehen war. Darin ruhte eine weibliche Mumie, wunderschön gekleidet wie eine Herrscherin. Wieder erklangen Rufe aus den Reihen der Gästen. Sie spekulierten über ein Versehen oder ein Missverständnis. Laute Lacher und Gekicher machten die Runde. Das letzte Geschenk schien ein schräger Scherz zu sein. Ladies and Gentlemen, rief Mandeville fröhlich, ist mir eine besondere Ehre, Ihnen Mut im Hart vorzustellen. Sie ließ es sich nicht nehmen, bei diesem Tag dabei zu sein. Sie hat viel Gutes über die Kataguchi-Stiftung gehört und möchte mit ihren eigenen Augen die Wunder sehen, die in diesem Gebäude vorgehen. Was soll denn das jetzt? Yuki warf Mandeville einen Seitenblick zu. Verzeihen Sie, Captain. Ist das der ausgefallene Humor der Briten? Sie meinen, weil wir eine ägyptische Priesterin samt ihres Sarkophages nach Japan brachten. Mandeville trat vom Pult weg und ging auf ein Knie herab, senkte ehrfürchtig das Haupt in Richtung der Mumie. Sie ist eine Herrscherin, ganz gleich, wo sie sich befindet. Er reckte die Arme empor. Zeige den Menschen deine Macht, Mutemhat, Priesterin des Amun-Ra, wir, deine Diener, erwarten deine Befehle. In der Halle
gingen Strong und die Adjutanten in dieselbe Haltung. Sie knieten sich hin und erbaten die Gnade ihrer Herrscherin, was Befremden und Irritationen bei den Besuchern auslöste. Die Sicherheitsleute blickten fragend zu Yuki. Sir, würden Sie bitte dieses Schauspiel beenden, bat der Mandeville und hielt das Mikrofon mit der anderen Hand zu. Der Captain und seine Leute verharrten in dieser Position. Diese Gaijin, dachte er. Sir, ich... Yuki vernahm den Schrei, der laut und klirrend erklang. Er wandte den Kopf in der Vorahnung zu den Geschehnissen herum. Die vier mumifizierten Mönche erhoben sich aus ihrer Lotusstellung, die sie über 100 Jahre eingenommen hatten, und richteten sich auf. Sie wirkten kleiner als moderne Erwachsene. Die vertrocknete Haut zeigte Risse und die orangefarbenen Roben hingen weit um ihre ausgemergelten Körper. Behende sprangen sie von den Podesten, auf denen sie drapiert worden waren, und flankierten den Sarkophag. Die ägyptische Mumie machte einen majestätischen Schritt aus dem Sarkophag und spreizte langsam die Arme, zeigte dem Publikum die neunschwänzige Peitsche und ihren Stab. Ihre Körperhaltung war der einer Königin, während sie den Kopf langsam drehte. Einer der Mönchmumien nahm ihr die goldene Larve vom Antlitz und darunter kam das gut erhaltene Gesicht einer Frau zum Vorschein, deren grüne Augen sehr lebendig wirkten und die Blicke über die Menge schweifen ließ. Oh, eine Schauspieltruppe, dachte Yuki. Warum auch immer Mandeville sich das ausgedacht hatte. Der Spuk hat jetzt ein Ende, Captain, raunte er dem Briten zu. Und das wird ein Nachspiel haben. Das wird nicht lustig. Yuki nahm die Hand vom Mikrofon. Sicherheitsdienst, bitte geleiten Sie die Schauspieltruppe zum Ausgang und setzen Sie die Damen und Herren einstweilen im Empfang fest, bis die Polizei eingetroffen ist. Die drei Security-Leute bewegten sich zu den lebendig gewordenen Geschenken und breiteten die Arme aus, als wollten sie wild in Richtung des Ausgangs scheuchen. Aber die vier Mönche stellten sich vor die Priesterin und schirmten sie gegen die vorrückenden Angreifer ab. Oh, das darf doch nicht wahr sein, dachte Yuki. Bitte fügen Sie sich den Anweisungen, sagte er. Machen Sie es nicht noch schlimmer. Sie wollen doch keine Anzeige wegen Hausfriedensbruch oder Körperverletzung. Als einer der Sicherheitsleute nach einem mumifizierten Geistlichen griff, schnappte sich der Mönch dessen Arm und hielt ihn fest, um mit dem rechten Fuß blitzschnell gegen die Brust zu treten. Der Getroffene wurde rückwärts geschleudert. Der Arm riss aus dem Gelenk wie aus einer locker sitzenden Steckverbindung. Blut sprühte auf den Mönch, kreischend fiel der Sicherheitsmann zu Boden und wälzte sich, presste die andere Hand auf die Wunde. Vor Entsetzen aufschreiend wichen die Gäste vor den Mönchen zurück. Oh, das sind keine Schauspieler, Mr. Takahashi, kommentierte Mandeville und erhob sich. Das sind Untote, erweckt aus ihrem langen Schlaf. Von Mutemhat. Was die ägyptische Mumie jetzt vorhat, was Mandeville damit zu tun hat, wie Anton und Milana, unsere russische Eventmanagerin, da wieder rauskommen und was sonst so alles passiert, kann ich aus dramaturgischen Gründen an der Stelle nicht näher erläutern, aber dazu gibt es Hinweise im Buch. Ich fand ja, Mumien kamen in letzter Zeit wesentlich zu kurz und das war der Grund, warum ich Mumien eingebaut habe. Sie standen zwar nicht auf der Liste, aber sie mussten einfach rein. Ich konnte nicht anders. Schuldig im Sinn der Mumienanklage. Wir freuen uns, dass wir dieses Festival anfangen können mit einem Autoren, den wir seit vielen, vielen Jahren schätzen, Markus Heitz. Dankeschön. Ich freue mich auch mal, vor der Kamera zu stehen und Interviews zu geben für euch. Mach ich gerne. Ja, Markus, du bist einer der Menschen, die sehr, sehr viel schreiben. Fast schon ein Buch die Woche. Ja. Du hast gerade eine neue Serie vorgestellt, Doors. Die ersten drei Bände waren vertikal. Jetzt kommt eine horizontale Phase. Können wir mit mehr rechnen? Schaffst du eine neue Welt? Naja, im Grunde ist ja jeder Roman, insgesamt sind es jetzt 6 Romane, wenn man so möchte. Jeder Roman hat eine eigene Welt. Weil es ist so, wir haben einen gleichen Anfang in allen Doors-Romanen. Also die ersten drei Bände haben den gleichen Anfang und die Bände 4-6 haben den gleichen Anfang. Jeweils in der neuen Welt. Und dann entscheidet die Leserin, die Leser, welche Tür geöffnet werden soll. Und dadurch ergeben sich drei unterschiedliche Handlungen, drei unterschiedliche Verläufe, drei unterschiedliche Todesraten und ja, was man eben so komplett anders machen kann. Und das macht halt eben tierisch viel Spaß, weil die Leserinnen und Leser jedes Mal aussuchen können, wie es mit der Gruppe weitergehen soll.
Es ist völlig egal, mit welchem Buch man anfängt. Es gibt keine Reihenfolge mit 1, 2, 3. Du nimmst dir das erste Buch aus der ersten Staffel, du nimmst dir das dritte Buch aus der zweiten Staffel, dritte Staffel haben wir noch nicht. Es ist völlig egal, weil es ist so geschrieben, dass du jederzeit mit einem Roman anfangen kannst und du hast alle Vorbereitungen, die du brauchst. Ich kenne dich ja noch aus der Zeit von Shadowrun. Shadowrun war eine oder ist eine komplette Welt, die über viele, viele Folgen ist. Ist es auch geplant, dass du Doors so weitersetzt und dass vielleicht sogar andere Autoren in dieser Welt schreiben? Habe ich tatsächlich gerade noch gar nicht geplant. Aktuell bin ich in Vorbereitungen für ein Hörspiel, für den dritten Teil des Hörspiels, das bei Audible erscheinen wird. Viele Leute sagen, Hörspiel ist nicht so meins. Bleiben Sie ruhig, die Romanserie kommt auch dazu, für die Leute, die lieber lesen. Und was ich danach mache, nach diesem Hörspiel, weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht. Es stehen so verschiedene Sachen auf meiner To-Write-Liste, ganz verschiedene Stoffe, wirklich unterschiedliche Stoffe, die ich unbedingt mal angehen will. Aber ich habe noch nicht rausgesucht, was ich machen will. Stichwort Hörspiel. Du hast in deiner Karriere einige Sachen mit herausragenden Musikern gemacht, zum Beispiel Corvus Corax. Es gibt ein neues Konzept, sagen wir mal. Die Dunklen Lande, eine Fantasy-Geschichte, gemeinsam mit Blind Guardian zu vertonen. Wie wird dies stattfinden? Wird es auch live stattfinden? Was für Ideen hast du in die Richtung? Also es war so, Hansi hat mir irgendwann eine E-Mail geschrieben, ob ich nicht Lust hätte, mit ihm zusammenzuarbeiten. Er hat meine Bücher gelesen, fände das gut. Und ich habe zuerst gedacht, E-Mail will ich verarschen. Weil es ist, ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit, dass der Frontmann von Blind Guardian schreibt, na, es gewinnen auch Leute im Lotto, ich weiß, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Was umso lustiger ist, weil ich bin Rollenspieler, Jahrgang 71, das heißt Pen and Paper war das, was wir früher gemacht haben. Und da lief natürlich Blind Guardian mit einem Bard-Song und alles, was man eben so braucht. Und dann ist es schon sehr merkwürdig, wenn der Frontmann dir plötzlich eine E-Mail schreibt. Er war es dann wirklich und wir hatten ein erstes Konzept, das haben wir beworfen vor einigen Jahren und haben gesagt, wir ziehen das anders auf. Ich schreibe die Dunklen Lande als Roman, als Vorgänger, als Prequel und dann schreibe ich skizziert vor, was danach geschieht. Und wie Hansi und Blind Guardian das Ganze umsetzen, wo sie den Schwerpunkt legen, was sie genau verfolgen von dem, was ich vorgeplant habe, habe ich den voll und ganz den Jungs überlassen. Ich habe so ein paar Zwischenzeilen jetzt geschrieben für das Album und ich habe das große Glück, ich höre das jetzt gerade, glaube ich, zum 12. Mal oder so, ich habe es schon glücklicherweise und ich finde das ziemlich bombastisch. Das ist wahrscheinlich auch eventuell ein Problem, wenn es zur Live-Umsetzung kommen sollte, weil du hast ein riesengroßes Orchester, du hast einen Chor, der mit im Spiel ist, das ist halt Logistik. Jeder, der jetzt mit Ton beschäftigt hat, weiß, sowas auszusteuern ist die Hölle, also die positive Hölle, aber du musst das erstmal hinkriegen. Ich weiß ehrlich nicht genau, was sie vorhaben, also da müsstest du Blind Guardian direkt fragen, aber es ist halt verdammt schwierig, das umzusetzen. Das werde ich auf jeden Fall tun, beziehungsweise das habe ich auch schon getan und das Album wird rauskommen und danach wird auch bekannt, wie es weitergeht. Ein weiterer kleiner Ausschnitt, bevor ich zum Antizyklischen komme. Also wir erinnern uns, bei diesen verschiedenen Begriffen war er dabei, schwarzer Schnee und Einhorn. Jetzt habe ich gedacht, wenn ich mir das schon eingebrockt habe, dann kann ich das ja noch irgendwie einbauen. Und das habe ich dann getan. Und diese Szene klingt dann wie folgt. Wir sind jetzt mit Suna unterwegs, das ist die Hackerin und die wohnt eigentlich in Frankfurt und wird im Intro von Vorsehung erschossen. Das heißt, irgendwie denkt sie, sie wäre tot. Komischerweise wacht sie auf. Was bedeutet, sie ist nicht tot. Wahrscheinlich. Man weiß es nicht. Und was jetzt passiert, das kommt dann jetzt. Suna kam langsam zu sich und blinzelte. Der Länge nach ausgestreckt und den Kopf nach rechts gedreht, lag sie in der Gasse, wo sie die Kugel der Unbekannten niedergestreckt hatte. Neben ihr ragte eine Mülltonne in die Höhe. Und dicht vor ihrem Auge sah sie den Finger ihrer linken Hand, auf die unaufhörlich dunkle Flocken niedergingen, die beim Landen leise raschelten. Zuerst dachte Suna, es sei Asche, doch sie bemerkte ihren Fehler recht schnell. Es war schwarzer Schnee. Nicht ein Laut ertönte, kein Motorenbrummen, kein Hupen, niemand rief nach ihr und keine neulichen Schüsse fielen. Wieso ist es so still?
Sie stemmte sich vorsichtig in die Höhe und setzte sich auf die Fersen und blickte sich um. Der Hof war leer, abgesehen von dem schwarzen Schnee, der sich am Boden sammelte. Wo sind denn alle? Suna schauderte, als eine eisige Flogge in ihrem Nacken landete und schmolz, wobei aus dem Schnee heißes Wasser wurde, der ihr warm den Rücken hinablief. Es wird immer seltsamer. Sie trug immer noch ihr Pseudo-Broker-Outfit mit den heruntergekommenen Sneakers. Schmerzen spürte Suna nicht. Sie tastete ihren Körper und das Gesicht ab. Risse, Wunden, alles, was sie vorher erlitten hatte, war verschwunden. Langsam stand sie auf. Suna trat in die verlassene Fressgasse, auf die unaufhörlich schwarzer Schnee fiel. Die dunklen Kristalle legten sich auf die Markisen der Cafés und der ausgelegten Ware vor den Geschäften. Benutztes Geschirr und halbvolle Gläser standen auf den Tischen. Zigaretten lagen qualmend in den Aschenbechern und weigerten sich, vom Niederschlag erstickt zu werden. Suna legte den Kopf in den Nacken und sah in den weißen Himmel, der sich in weiter Ferne verlor. Die dunklen, kühlen Flocken trudelten und tanzten herab. Einige trafen auf ihr Gesicht und schmolzen und wurden zu dem warmen Wasser, das über ihre Haut rann. Behutsam kostete sie von dem Tauwasser. Süß und salzig, ein Hauch von Zitrone und Bitterkeit. Ein unnatürlicher, aber nicht unangenehmer Geschmack. Suna fiel auf, dass sie weder laut mit sich selbst redete, noch fluchte, noch in Panik verfiel, was angesichts der Lage so bei einem Menschen ohne Angststörungen normal gewesen wäre. Das ist nicht meine Realität. Sie streifte die Fressgasse entlang, vorbei an ausgestorbenen Läden und Cafés. Die wirkten, als kehrten die Besucherinnen und Besucher in der nächsten Sekunde zurück. Aber wo bin ich? Ihr Weg führte sie über die Straßen, auf denen kein Wagen fuhr oder stand. Das Rascheln und Knistern des fallenden schwarzen Schnees und das Knirschen ihrer Sohlen waren das einzige Geräusch. Vor der alten Oper hielt Suna an. Hallo, rief sie, und das Echo ihrer Stimme rollte über den Platz und kehrte mit Verzögerung von den Häuserfronten zurück. Kann mich jemand hören? Nur eine eisige Windböe antwortete ihr, umspielte sie säuselnd und formte Figuren und Bilder auf dem rieselnden, farbigen Schnee. Suna wollte sich gerade in Bewegung setzen, als sie das Geräusch hörte. Es klackerte, wie von Pferdehufen in lockerem Trab. Woher kommt denn das? Suchend wandte sie sich um. Durch den fallenden Schnee bewegte sich ein großer Schemen, der genug Abstand hielt, um nicht erkannt zu werden. Die Kreatur umkreiste die junge Hackerin, wechselnde mehrmals die Richtung. Suna stand unschlüssig auf der Stelle. Wer ist da? Ehe du meinen Sohn und das halbe Reich als Lohn erhältst, sprach eine laute Frauenstimme von überall und nirgendwo, musst du eine Heldentat vollbringen. In der Stadt läuft ein Einhorn umher, das großen Schaden anrichtet, und du musst es einfangen. Oh, Scheiße. Als Anhängerin von Märchen jeglicher Art war es für Suna ein leichtes zu erkennen, woher diese Sätze stammten. Das ist aus dem Märchen vom tapferen Schneiderlein. Der Schemen trat aus der Deckung der schwarzen Kristalle und zeigte sich schnaubend. Es war größer als ein Pferd, der Körper mit weißem Fell bedeckt. Der Hals ging zum Kopf in dunkles Rot über, als glühe der Schädel. Aus blau strahlenden Augen starrte das Tier Suna an und senkte das Haupt. Das aus drei Strängen gedrehte Horn in schwarz, weiß und grau auf der Stirn erinnerte Suna an eine Zuckerstange. Nur das Ende war tödlich spitz und würde wohl ausreichen, um mehrere Erwachsene aufzuspießen. Offenbar vermengte Sunas Verstand Grimms Märchen mit den Quellen, die sie einst gelesen hatte. Das Tier nahm den durchdringenden Blick nicht von ihr. Das Blau brannte sich in den Verstand der jungen Frau. Und was mache ich jetzt? Der rechte Vorderhof schleuderte Schnee in die Luft. Mehrmals scharrte das Einhorn über den Boden und senkte den Kopf weiter. Die Spitze des Horns zielte auf Sunas Körpermitte. Langsam ging die Hackerin rückwärts über den Platz in Richtung alte Oper. Weglaufen ergab wenig Sinn, schon gar nicht beim übergroßen Pferd. Ja, ich soll es bezwingen, überlegte sie, und danach wird es irgendwie mit diesem Wahnsinn weitergehen. Oder wie wird das alles enden?
Im Märchen hatte das tapfere Schneiderlein das Einhorn verleitet, gegen einen Baum zu rennen. Dabei hatte sie das Horn im Stamm verfangen, dass es nicht mehr freikam, und dann konnte es mit dem Strick weggeführt werden, nachdem das Horn durchtrennt worden war. Und ich habe nicht mal einen Strick, dachte Suna. Sie ging behutsam die wenigen Stufen des oberen Haufs hinaus zur riesigen mittleren Glastür. Was willst du denn von mir? Das Einhorn schnaubte laut und trabte los, die lange Spitze auf Suna gerichtet. Kaum hatte es den Huf auf die erste Stufe gesetzt, verfiel es in Galopp und preschte vorwärts. Ob dieses wunderschöne Einhorn unsere Hackerin erwischt, wie die Hackerin aus diesem Albtraum wieder entkommt, wie sie in diesen Albtraum geraten ist und was man tut gegen ein Einhorn, wenn man keinen Strick und keine Axt dabei hat und schon gar keinen Baum, kann ich aus dramaturgischen Gründen aus diesem Schnitt, oder so gibt es ein Buch. Ja. So. Und jetzt kommt das Antizyklische. Also wir haben Doris dabei, man hat es ja gesehen, ganz unübersehbar. Was wir nicht dabei haben, ist ein Buch, das noch nicht erschienen ist. Magic. Das Buch erscheint, vielen Dank, das Buch erscheint im Oktober und heißt Der Tannenbaum des Todes. Und das hat lustige verschiedene, also Geschichten rund um Weihnachten, bösartige Geschichten um Weihnachten dabei. Und ich dachte mir, warum nicht jetzt schon an später denken, antizyklisch, es ist ja warm draus, da kann man Weihnachtsgeschichte vorlesen. Und wie diese Weihnachtsgeschichten so ticken, das kriegt ihr jetzt selber mit. Und das heißt, die Weihnachtsgeschichte. Oh, das war hart am Mitleidsapplaus. Das war... Ich kenne dieses Klapp, Klapp. Ja, dann nutze ich das doch. Immer noch die Weihnachtsgeschichte. Ach, wie schön, dass Sie da sind, wurde Quentin begrüßt. Prima, dass Sie einspringen konnten. Quentin nickte der Kindergärtnerin zu, die darauf bestand, Erzieherin genannt zu werden. Die merkwürdigsten Gedanken gingen ihm durch den Kopf. Eigentlich war es eine Kindertagesstätte. Folglich müsste sie Kindestagesstätterin heißen. Erzieherin, das konnten auch Lehrerin sein. Oder Hundeschulenbesitzerin. Oder Dominas. Das würde ihr graues Kostüm, die strenge Brille und der Zopf schon sehr gut erklären. Ja, nee, klar, mach ich gerne, sagte er. Das war natürlich eine Lüge, weil Quentin eigentlich mit seinem Kumpel auf den Weihnachtsmarkt hatte gehen wollen. Um 15 Uhr war Happy Hour am Lumumba-Stand. Bis der Anruf gekommen war, dass ausgerechnet der Papa, der zum Vorlesen der Weihnachtsgeschichte eingeteilt gewesen war, krank wurde. Quentin kannte den kranken Papa, Peter Schadmüller. Und Peter war gestern mit seinem Fußballverein saufen gewesen, auf dem Weihnachtsmarkt. Wo Quentin jetzt eigentlich sein sollte, am Lumumba stand Happy Hour. Die Cheferzieherin öffnete die Tür zum Gemeinschaftsraum, drückte ihm ein goldenes Buch in die Hand. So, darin steht alles. Ich bin gleich bei Ihnen, fangen Sie schon mal an. Ein leichter Schubs und er stand zwischen den spielenden Kindern. Die Altersklasse war gemischt. Schulkinder und ganz kleine wuselten um ihn herum. Einige von ihnen kannte er. Es roch nach Holz, nach Spielzeug, Waschmittel und Linoleumboden. Dazu eine Prise volle Windel. Keiner beachtete ihn. Quentins eigener Sohn war nicht dabei, er spielte zu Hause Magen-Darm. Okay, setzt euch mal, rief Quentin das Durcheinander. Nach der Geschichte konnte er vielleicht doch noch auf den Weihnachtsmarkt, wenn er sich beeilte. Ey, ihr kleinen Piss, ich meine, ihr kleinen Pipimacher. Er hobte lockend das Buch. Hier ist das Christkind drin. Er muss an eine Horde Erdmännchen denken. Einige sahen ihn an und kamen neugierig näher, aber die meisten spielten einfach weiter. Wer bist du denn? Ein lethargisch dreinblickender Junge, dem der Rotz aus der Nase lief, stand wie aus dem Nichts vor ihm. War sein Name nicht Egon? Ich bin Herr Müller. Nee, der will deinen Vornamen wissen, mischte sich ein älteres Mädchen ein, Florence hieß sie. Ich bin Quentin. Geil wie der Regisseur, rief ein Junge aus dem Hintergrund, den man Kev nannte, weil es cooler klang als Kevin. From Dusk Till Dawn, geiler Film, die anderen Teile waren nicht so gut. Quentin schätzte den Jungen auf 9. Ja, das sehe ich auch so. Jetzt kommen alle her. Ich lese euch die Geschichte vom Jesuskind vor und danach bringt euch Frau Dings hier vom Förderverein die Geschenke. Wieso denn
Förderverein. Ich denke, die Geschenke bringt das Christkind, erwiderte lethargische Egon. Ja, im Auftrag, setzte Quentin rasch nach. Wir machen das alles im Auftrag. Zufrieden stellte er fest, dass die Kinder sich jetzt um ihn scharten. So, hinsetzen, ihr Pipi-Macher. Machst du denn kein Pipi? Hakte Florence nach. Haha, der Onkel ist auch ein Pipi-Macher, quiekte ein anderes Mädchen. Und die ganze Gruppe lachte ihn aus. Quentin fiel ein, dass sein Opa, ein knurriger Tierarzt, kastrierte Männchen auch immer Onkel genannt hatte. Genau, wir sind alle Pipi-Macher, sagte er. Auch das Jesuskind? Wollte ein anderes Mädchen wissen. Ja, das auch. Und der Ochse? Ja, alle in diesem Scheißstall. Die ganze Welt ist voller Pipi-Macher. Hinsetzen, zuhören. Quentin war genervt und schlug das Buch auf. Also, Lukas Evangelium, Kapitel 2, Vers. Lukas, der Lokomotivführer, sagte Florence. Und wieder lachten ihn alle aus. Ihn, Quentin Müller, 46 Jahre, Elektroingenieur und Abteilungsleiter Forschung. Es begab sich aber zu einer Zeit, als ein Gebot von Kaiser Augustus erging, das alle Welt geschätzt wurde, las er es durch vor. Er würde diese Drecksgeschichte von 20 Versen durchziehen und abhauen. Lumumba stand Happy Hour. Boah, ey, alle Welt, sagte Kev, das ist aber scheiß viel. Das waren bestimmt schon, boah, damals bestimmt 3 Milliarden. Offenbar erwartete man eine Antwort von ihm. Keine Ahnung, das hat man damals so gesagt, also... Die Schätzung war ja die allererste und, also okay, die Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, dass Hyrenius Landpfleger in Syrien war. Was ein Landpfleger? Mein Papa ist Krankenpfleger. Egon sah ihn aus trüben Augen an und zog den Rotz mit einem Schlürfsauggeräusch hoch. Was haben die denn geschätzt, das Gewicht? Das heißt jetzt Landschaftspfleger, verbesserte ihn der Kevin. Also Moment, der Gärtner von Syrien hat die Welt gezählt. Was ist denn das für eine Geschichte? Florence schüttelte den Kopf. Das ist doch alles falsch. Okay, lass das mit dem Landschafts... Wir sagen Statthalter. Der Mann war ein Statthalter. Okay, so ein Ersatzkönig. Ruhe, es geht weiter. Quentin fühlte den Schweiß auf der Stirn. Es ging also jedermann, der sich schätzen... Nein, ich meine, der sich zählen ließ, ein jeglicher in seine Stadt. Und da machte sich auch Josef aus Galiläa. Ey, das kommt auf ProSieben, sagte Egon, das kenne ich. Das ist Galileo, du Rotzfresser, sagte Florence. Auch der Josef aus der Stadt Nazareth. Nazareth hört mein Vater, die Bande ist voll retro, sagte Kevin. Jetzt hör einfach zu, ja? Also, in das jüdische Land, zur Stadt David, die da heißt Bethlehem. Und dass er geschlecht und geschätzt würde, und das verstehe ich nicht, sagte Egon halb eingeschlafen, die Sprache versteht niemand. Das ist Althochdeutsch, sagte Florence. Nee, das ist schlecht übersetzt. Wie bei den Inglourious Basterds, sagte Kevin. Das ist der andere Film. Mach nur. Okay. Nee, das ist einfach nur schlecht übersetzt. Wie bei Inglourious Basterds, sagte Kev. Das ist der andere Film von Tarantino, wo die Juden Jagd auf Nazis machen. Brad Pitt, voll cool, und der hat so ein Messer. Und damit schneidet er den Nazis mit den Skalp auf, geiler Streifen. Du Onkel, du nuschelst, sagt jetzt das Mädchen mit dem Lonnenzöpfen. Quentin sah sie mit freundlicher Mordlust in den Augen an. Ich gebe mir aber Mühe, kleine Dame. Er fragte sich, ob er die Geschichte nicht abkürzen und improvisieren konnte. Also, gut, sie kommen in die Herberge. Nee, sagte Egon. Die kommen in keine Herberge, sondern einen Stall mit dem Esel und dem Ochsen. Ja, na schön, du hast recht. Maria, Josef, Stall, Jesus, Kind, die Viecher, sagte Kevin und hoffte, dass die Kindergärtnerin jetzt nicht erschien und ihn bei Scheißen erwischte. Du... Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Ochs und einem Stier, sagte Florence und sah Quentin ganz unschuldig an. Alle sahen Quentin an. Der Unterschied zwischen einem Ochs und einem Stier ist, dass die eine andere Fellfarbe haben. Quatsch, die Ochsen haben keine Klöten mehr, wie Hitler, sagte Kevin. Also, den Linken haben sie ihm weggeballert, habe ich gehört, und deswegen ist er rechts geworden. Florence schubste Kevin. Ey, das hast du ja ausgedacht. Kevin taumelte gegen Egon, der gegen Quentin fiel und eine lange Rotzspur auf der Hose unterließ und sofort zu heulen anfing. Langsam, Kinder. Langsam, ganz ruhig. Kevin schubste Florence zurück, die gegen die Murmelbahn stürzte, woraufhin ein allgemeines Geschrei einsetzte. Kevin zog plötzlich ein Messer aus der Tasche.
Dein Skalp gehört mir, Nazi Girl, schrie er und warf sich auf das Mädchen. Nein! Quentin kannte die Szene natürlich aus den Glorious Bastards. Er ließ das Buch los und wollte dem Jungen in den Arm fallen, dabei rutschte er natürlich auf den Murmeln aus und schlug mit dem Kopf gegen die Heizung. Sternchen tanzten vor seinen Augen und er hörte Florence sehr laut schreien. Und es waren die Hirten in derselben Gegend auf dem Felde, las Egon inzwischen aus dem Buch vor. Und die hüteten nachts ihre Herde. Und der Engel kam zu ihnen und sprach zu ihnen, was zur Hölle ist hier los, keifte Frau Dingens wie aus dem Nichts. Quentin stemmte sich in die Höhe. Florence lag in ihrem Blut. Kevin schwenkte irgendwas, das aussah wie Haare mit Hautfetzen, während die übrigen Kinder schauten und nichts sagten. Egon hatte sich natürlich das Buch geschnappt und las weiter vor. Fürchtet euch nicht, sehe, ich verkünde euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn heute ist der Heiland geboren. Welcher ist Christus? Der Herr Schnauzer. Quentin rutschte durch Murmeln zu der verletzten Florence. Ein Krankenwagen, los, schnell! Florence öffnete die Augen und streckte ihm die Zunge raus und sprang auf. Kevin rammte ihm das Messer gegen die Rippen. Die täuschend echte Gummiklinge verbog sich. Klatschend landete die billige Perücke mit dem Ketchup in Quentins Gesicht. Mühsam befreite er sich davon, umringt von den lachenden Kindern. Was ist denn? Seine Nerven waren am Ende. Die Kindergärtnerin hatte die Hände zusammengelegt und lächelte ihn über die schwarzen Brillenrand böse an. Fehlte nur noch die Reitgerte zur perfekten Domina. Willkommen in unserer kleinen Theatergruppe der Kita Sonnenschein. Herr Müller, schöne Grüße von Ihrer Frau, die mich um einen kleinen Gefallen gebeten hat. Ich soll Ihnen ausrichten, dass Sie den Weihnachtsmarkt vergessen können. Dieses Jahr fällt der Lumumba-Stand aus. Sie sah zu Egon, der Quentin das Buch hinhielt. Jetzt lesen Sie das Ganze schön zu Ende, dann gehen Sie nach Hause, wo Ihre Familie und Ihre Frau wartet. Frau Dings kam auch dazu, blieb stehen und wachte darüber, dass er seinen Auftrag zu Ende führte. Und Quentin Müller, 46 Jahre, Elektroingenieur, Abteilungsleiter Forschung, gehorchte. Den Begriff Erzieherin fand er jetzt doch ziemlich passend. Eine letzte Geschichte. Du hast etwas sehr Schönes zu Weihnachten gemacht. Ja. Erzähl mal den Hintergrund. Warum zu Weihnachten? Also ich habe vorhin im Hangar eine Geschichte aus Der Tannenbaum des Todes vorgelesen. Der Tannenbaum des Todes ist eine Anthologie mit über 24 Kurzgeschichten, die böse, sarkastisch, fies, gemein mit Weihnachten umgehen, weil ich sowas super lustig finde und ich schon seit 10 Jahren mit einem befreundeten Wirt zusammen eine Veranstaltung mache, immer an Weihnachten. Er macht 3 Gänge, ich mache 3 Geschichten, sodass das immer im Wechsel passiert. Und die Geschichten gab es vorher noch nie. Aber die Leute haben immer gefragt, sag mal, die Geschichten, bring die mal raus jetzt. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt ist es über 10 Jahre, dass wir diese Veranstaltung machen, jetzt sind genug Geschichten da. Und so kommt jetzt zur Weihnachtszeit dieses Jahr Der Tannenbaum des Todes als Anthologie raus. Und diese Anthologie werden wir im Oktober vorstellen und wie uns der Verlag sagte, werden wir denn auch ein bisschen davon verlosen. Wir danken dir recht herzlich für deine Zeit und freuen uns auf das nächste Konzert mit dir. Ja, sehr gerne. Ich mache das, was ich in Meraluna immer mache. Ich nehme das ganze Wochenende mit. Das muss einfach sein. Meraluna gehört immer mit dazu. Euch noch viel Spaß und danke für das Interview.